zu schön, euch mal alle endlich zu sehen. Warum bist du eigentlich nicht schon mal eher gekommen, Tantchen? Ach, am liebsten wäre ich zu allen euren Hochzeiten gekommen. Das hätte ich Paps gegönnt. Ja, er hängt ja so an mir. Aber jetzt, wo ich Witwe bin, hole ich alles nach. Ich werde euch noch sehr oft besuchen. Na, das kann ja heiter werden. Konstanze? Ach, die vier Damen unter uns und so wohlgemut. Lieber Bruder, ich gratuliere dir herzlich zu deinen Schwiegersöhnen. Ja, danke. Konstanze, könntest du mitkommen, mir helfen? Mein Verstärker ist kaputt. Ist ein Heuler drin. Ach, das ist dein Verstärker. Ich denke mal, du bist's. Immer witzig, der Schwiegerpapa. Ich komm mit dir, Micky. Sein reizender Kerl, dieser Micky, ja. Nicht wahr? Man muss ihn gern haben. Ja, man muss. Ob man will oder nicht, man muss. Man kann gar nicht anders. Er hat so etwas Sonniges. Ja? Ja, oh, aber ich vertrage nicht so viel Sonne. Aber ich muss sagen, ich finde es hier ein bisschen kühl. Habt ihr was dagegen, dass wir in unser liebes altes Wohnzimmer gehen? Komm. Ja, das ist eine gute Idee. Siehst du, wärst du in Brasilien geblieben, da würdest du jetzt nicht frieren. Ja. Das ist wahr. Ja. Ja, Elvira, am besten du nimmst du auf dem Sofa Platz, ne? Ja, danke schön. Oh, bitte, bitte. Ja, steht doch nicht so herum. Kommt, Kinder, setzt euch. Kommt. Das ist der Platz für Bettys Julius, Mann. Julius, die Tante hat gesagt, für Bettys Mann. Ja, ja? Und der bin ich. Ja, komm her. Aua, Mensch! So, und du mixst uns jetzt einen Fußballcocktail, aber einen, mit dem wir gewinnen, nicht? Und für mich einen Cocktail Soda pur. Du liebe Zeit, seid ihr aber schüchtern. Ich dachte immer, die deutsche Jugend sei so sexy. Von mir braucht ihr euch nicht zu genieren. Umarmt euch ruhig, Kinderlein. Los, los. Umarmt euch, solange es noch geht. Wenn ihr erst die Gicht habt, kriegt ihr die Arme sowieso nicht mehr hoch. Ist er nicht süß? Ja, ziemlich. Ach, Kinderchen, ich habe so oft an euch gedacht. Auf dem Schreibtisch, da sind eure Bilder gestanden. Die habe ich mir immer angeguckt. Und jetzt bin ich hier. Ja, wir freuen uns auch, Tantchen. So, bitteschön. Ah, da ist es ja endlich. Na, dann wohl bekommst du, Herr Schnecke. Ja, Moment. Also, schon gut. Ruhig. Meine Lieben, nachdem ich mich hier um diesen Tisch versammelt habe, ergreife ich außer der Gelegenheit und dem Glas auch noch das Wort, um es an euch zu richten. Unsere liebe Tante Elvira, sie lebe hoch! 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 Ja, das genügt. Lass mich doch! Was ist denn? Wie gesagt. Oh, Entschuldigung, Chef. Julius, pass doch auf. Bist du denn verrückt geworden? Ja. Oh, das tut gut. Willichen, ist jetzt besser? Ich trinke auf deine Gesundheit. Was ist denn, Herr Schnecke? Jetzt können Sie Ihrer kleinen Frau einen Kuss geben. Schon wieder? Schluss jetzt! Ich hab jetzt endlich die Nase gestrichen voll. Jetzt wird hier endlich mal reiner Wein eingeschenkt. Ja, übrigens reiner Wein. Jetzt gehen wir beide in den Keller und holen vom reinsten Rheinwein den Küche und Haus zu bieten. Aber ich muss doch hier noch kommen. Jetzt, Mensch! So, jetzt gehen wir aus der Schusslinie, mein lieber Mittelschmerz. Da haben wir uns ja was eingelassen. Wäre ich bloß zweite Geige geblieben, was hätte ich für ein ruhiges Leben gehabt? Bruder, Schluss, mein Junge. Ich lass mir nicht meine schönen Ehen von dir hier kaputt spritzen. Aber ja? Betty gehört mir und ich lass mir sie nicht finden. Betty, heute gehört sie dem Schnecke und ab morgen gehört sie wieder dir. Da mach ich nicht mehr mit, Chef. Und wenn es hier Kleinholz gibt. Ja, bitte, wenn du unbedingt willst. Ich regle das mit der Tante. Du holst eine Flasche Wein aus dem Keller, ja? Und ich gebe dir mein Ehrenwort, wenn du mit der Flasche oben angekommen bist, ist die Sache geregelt. Endlich kommen sie zur Vernunft, Chef. Ja, siehst du. Also komm. Bloß ist nicht wahr? So, ja. Und jetzt bleibst du so lange drin, bis die Kohlen keimen. Und wenn du dich muckst, dann verkaufe ich dich an Real Madrid. Und dann bist du ganz schön weit weg von deiner Betty. Aber Chef, Sie können doch nicht! Doch, ich kann. Und du mich auch. Ach,